Aber jetzt, du Halunke, wollen wir sehen, wer schneller zieht, ja. Frank, bist du taub? Mach die Tür auf, es hat geklingelt. Ja, Buana. Sklaventreiber, Blödmann, Verkleidungsfeind. Ein Brief für Mr. Fred. Was bin ich? Her damit! Sehr geehrter Mr. Clever, Ihr Onkel Sam aus Amerika ist verstorben. Sie haben eine Rinderfarm in Arizona geerbt. Es ist ganz einfach zu finden. Wenn Sie von Dallas kommen, biegen Sie bei Denver links ab und dann immer geradeaus und nach dem letzten Kaktus eine Farm in Amerika. Ich bin reich! Yippie! Bäh! 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 Brüll nicht so rum, Fred! Wir sind hier doch nicht im Zoo! Natürlich nicht, lieber Jeff, sonst würdest du ja auch im Affenkäfig sitzen. Ich kam nur, um dir zu sagen, dass ich geerbt habe. Eine Farm in Amerika mit vielen tausend Rindern. Ich bin jetzt reich! Nun, wie ich dich beneide, beglückwünsche, lieber Fred. Aber so eine Farm macht doch viel Arbeit. Sicher brauchst du jemanden, der... Den Stall ausmistet. Du kannst mitkommen, natürlich. Oh, natürlich, ich werde alles tun, um dich zufriedenzustellen. Auf die Farm. Noch einen. Noch einen. Kutsche fahren tut er, hinten mir so viel. Und mir die Ohren. Irgendwas gegen meinen Gesang, Jeff? Hast du was gegen meinen Gesang? Tut mir leid. Ich frage dich, ob du was gegen meinen Gesang hast. Ich sagte, tut mir leid, Fred. Gegen Schnupfen und Cholera habe ich was, aber gegen deinen Gesang? Ich weiß auch nicht, ob da mit Pillen und Tabletten noch was zu machen ist, aber... Keine dummen Witze, Jeff. Oder du fliegst sofort vom Kutschback und kannst zu Fuß nach Hause eiern. Aber eiern? Was eiert hier denn so? Sieh doch mal nach. Ja, sofort, Fred. Brrr. Brrr. Oh, verdammt, wir haben einen Platten. Aber darin bist du ja Spezialist. Du hast ja auch eine Platte, nicht? Wie du meinst, Fred, wie du meinst. Aus dir ist ja zum Glück die Luft noch lange nicht raus. Wie du meinst, Fred. Dann weiter. Let's go west. Ich schließe jetzt die Augen vor Glück. Die Farm, die ich geerbt habe, liegt hinter jedem Hügel, ja. Ich auch. Oh, diese Spannung. Oh.
Was soll das? Warum schlägst du mich? Komm hier und zieh dir das an. Und dafür jagst du mich quer durch Amerika, eine schöne Farm. Ha, hat dein Onkel hier Pleitegeier gezüchtet? Aber Jeff, woher soll ich das denn? Du lässt mich Reifen flicken, hast mein ganzes Geld genommen. Wir haben unseren guten Job bei Mr. L aufgegeben. Aber... Ein Haufen Bretter, nichts weiter als Sperrmüll in der Wüste. Gehen wir doch erst mal rein. Vielleicht ist es gemütlich. Ja, so gemütlich wie auf einer Müllkippe. Ach. Geh du zuerst, Jeff. Du bist mein Gast. Das hast du dir gedacht, mein Lieber. Weiß der Geier, worauf wir da drin noch alles stoßen. Du gehst zuerst. Vorsicht, pass auf, Jeff. Ich wusste ja, dass wir auf irgendetwas stoßen. Nimm das aus meinem Blickfeld, du! Und der Reichweite deiner Nase. Gut, das ist das Haus. Und wo sind die Rinder? Hat alle gefressen, Coyote. Da hörst du es hier, hat alle gefressen, Coyote. Wer hat da gesprochen? Ich habe ihn gesprochen. Fred, warte! Ein Fall für dich, Fred. Das Geheimnis der Statue. Nimm sie mal unter die Lupe. Mysteriös! Watson, ich entdecke nichts weiter als Staub. Blas ihn fort. Ein Indianer! Natürlich, Indianer. Hattet ihr einen Eskimo erwartet? Na, also Bleichgesichter seien einigermaßen dumm. Aber nicht so dumm, wie wir aussehen. Hör mal, Indianer, was machst du hier? Ich sei ein Letzter der Mohikaner, bin früher gearbeitet bei Film. Aber drehen in Hollywood nur noch Gruselquatsch und Sternentrick. Lahme Krähe wurde arbeitslos, doch fand ein guter Job bei Onkel Sam. Ja, der gute Onkel Sam hatte immer ein Herz für lahme Krähen. Gut, das war ja eine tolle Geschichte, aber wir möchten lieber was von diesem Kojoten hören. Sein schreckliches Tier. Ich rate ihn, ihr gehen weg, sonst ihr euch auffressen wie Rinder. Huck, ich habe gesprochen. Also klar, Fred, fangen wir den Kojoten. Alles klar, Fred, du spielst das verliebte Kojotenweibchen und lockst den Burschen an. Und wenn er dann hechelnd hier ankommt, hat sich's ausgehechelt. Ja. Ja. Nein, Jeff, nein! Das ist die dreifach gesicherte Kojotenfalle. Entweder bricht der Ast und das Gewicht fällt ihm auf den Kopf, oder der Sprengstoff jagt unseren Liebling in die Luft. Ein Schinken. Das mit dem Ast hat nicht geklappt. Jetzt das Gewicht. Das verstehe ich nicht. Wieso kommt denn das Gewicht nicht runter? Na, wenigstens hat der Sprengstoff nicht gezündet, der sonst bei der geringsten Erschütterung... Verzeihung, gehört das Ihnen? Ah ja, vielen Dank. Sehr nett. Wenn du ihn siehst, dann schieß. Ja, Jeff. Da ist er, da läuft er. Ziel gut, dann fange ich ihn mit bloßen Händen. Los. Ja, Jeff. Ein bisschen mehr nach rechts, ein bisschen mehr nach rechts. Hast du dir wehgetan, Jeff? Du schräger Vogel, total linksgerichtet. Was, mit dir werde ich doch ein Sträußchen rupfen. Ja? 10.000 Dollar El Tarno für Kleidungsgangster. So, alter Junge, da sind wir wieder. Und nun? Wir waren nicht fähig, diesen Kojoten zu fangen. Vielleicht könnten wir die Gangster schnappen. Das sei noch schwieriger, schaffen Bleichgesichter nie. Ey, der hat ja einen Faden am Mund. Mal El Tarno!
bei der Belohnung hat sich die Fahrt ja doch noch gelohnt. Rajiv, sieh mal das Tarnfeld des Gangsters. Das nehmen wir mit als Souvenir. Macht sich gut als Bettvorleger. Das ist wirklich hübsch. Ich guck's mir mal näher an. Oh, ein bisschen abgenutzt. Wurde oft getragen. Vielleicht lasse ich mir auch einen Mantel draus nähen. Wird dir tierisch gut stehen. Und aus dem Schwanz könnte man eine kuschelige Krawatte machen. Vielleicht etwas idiotisch, dafür aber echt kojotisch. Hoffentlich hart das Biest nicht. Ja, bitte, wer klopft? Kommen Sie nicht herein. Hör mal, Kleiner, zisch ab.